ist, jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Technik meiner Mom helfe oder mit dem Laptop oder mit WLAN, dann sieht sie mich als Hacker an. Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf ein Video von Laser Luca und zwar kommt es natürlich wieder zu WhatsApp Fails Teil 15. Ich habe Laser Luca natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und ich gebe dem Video noch einen Daumen nach oben. Und gebt mir einen Daumen nach oben unter diesem Video und abonniert auch diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Video. Let's go! Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, herzlich willkommen heute hier endlich mal wieder zu einer lang erwarteten und ersehnten und jetzt endlich vorhandenen neuen Episode WhatsApp Fails. Hi! Wo? Das ist so ein Bruderwitz. Ich weiß halt ehrlich gesagt immer nie, was bei solchen Leuten abgeht. Allerdings machen wir direkt weiter mit dem nächsten WhatsApp-Fail. Und zwar schreibt dort eine Person, willst du einen guten Baustellenwitz hören? Keine Ahnung, was ein Baustellenwitz ist. Aber die andere Person schreibt, hau raus um 15.30 Uhr. 6 Minuten später schickt er einmal ein Fragezeichen hinterher. Und eine Stunde später, kommt da noch was? Ist leider noch nicht fertig. Oh mein Gott. Ey, ihr wollt mich doch echt alle verarschen. Alter, es ist 22.01 Uhr und die haben mich in den Supermarkt noch reingelassen, aber die hatten kein Toilettenpapier mehr und auch kein Zewa und deswegen musste ich jetzt Weihnachtsservietten für mein Arschloch kaufen. Ja. Ganz froh sein, dass die nicht nur noch Maiskolben oder so hatten. Junge, wenn ich 1 Euro bekommen würde für jede Person, die sich über die Popcornpreise beschwert, dann könnte ich mir auch mal eine Tüte leisten. Oh. Das stimmt. Sag mal, warum ist Popcorn eigentlich so unendlich teuer? Ich meine, das sind einfach nur Maiskörner. Ist so. Die kosten die in der Produktion? Ja, ne? Gar nichts wahrscheinlich. Du zahlst quasi für verbrannte Maiskörner 7 Millionen Euro. Was? Kannst du das Wi-Fi reparieren? Papa hat irgendwas am Fernseher gemacht und jetzt geht das Internet nicht mehr. Okay, Moment. Eine Minute später, erledigt. Oh, du bist ein Schatz. Woran lag's? Stromkabel war nicht eingesteckt. Das Ding ist, jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Technik meiner Mom helfe oder mit dem Laptop oder mit WLAN, dann sieht sie mich als Hacker an. Das könnte tatsächlich auch meine Mom sein. Yo, Lisa, ich habe einen neuen Witz. Also, wer wird beim Trocknen nass? Sag, Handtücher. Ich hab da auch mittlerweile irgendwie keine Worte mehr für. Ja. Was sind 2 Krankheiten, die man besser nicht zur gleichen Zeit haben sollte? Kein Plan. Alzheimer und Durchfall. Warum? Naja, du rennst, aber weißt nicht wohin. Wow. Das hätte von meinem Bruder kommen können. Das sind so Dad-Jokes. Das ist, ja. Ey. Wer hat euch verarscht, Mann? Hallo, Sohnemann. Ich hab mal wieder einen Lacher für dich parat. In welchen Zug passt nur ein Mensch, egal wie sehr man sich anstrengt? Liebe Grüße, Thomas. Anzug. Oh mein Gott, so eine Nachricht kann nur von einem Thomas kommen, ne? Wer schreibt überhaupt in eine WhatsApp-Nachricht, liebe Grüße, Thomas? Sag mal, das ist ja anscheinend der Vater von der Person. So, ich weiß doch, wer du bist. Auf jeden Fall antwortet der Sohn daraufhin, haha, da bin ich aber gespannt. Und Thomas sagt dann, in den Anzug. Ich wusste liebe das. Liebe Grüße, Thomas. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ja. Warum sind Eltern so? Kennst du das Motto von 2020? Sag mal, surround yourself with negative people. Wegen Corona. Wegen Corona. Oh mein Gott. Ach so. Lol. Oh, hätte ich das auch so reagiert. Krieg nicht mal ein Klatschen, sondern nur so ein. So wie nach so Referaten. Wo man so halb eingeschlafen ist und dann haben die Ersten angefangen zu klopfen und dachte man sich, ja, war super, ihr habt frei geredet und die Bilder konnte man auch echt gut lesen. Konnte man gut, okay. Und ihr habt auch gut frei geredet. Lesen. Hier steht okay. Um 3.12 Uhr die Nachricht, mein Nachbar hat einfach gerade bei mir Sturm geklingelt, um 3 Uhr nachts, Mann. Dann am nächsten Morgen, also am gleichen Morgen eigentlich, aber bei mir ist es immer so, wenn ich noch nicht schlafen war, aber es ist schon nach 12, ist es für mich trotzdem noch der alte Tag und der neue Tag geht dann, wenn ich wieder auf. Summa summarum juckt aber im Endeffekt niemanden. WTF, ist der bescheuert? Ja, Alter, aber zum Glück war ich eh noch wach. Warum warst du um 3 Uhr nachts noch wach? WTF, ich habe noch Schlagzeug geübt. Papa, ja. Ich sag auch nichts zu. Wenn ich ein Ladekabel in der Steckdose habe, aber nicht am Ladekabel angeschlossen habe, verbrauchen wir dann trotzdem Strom? Ja. Genau diese Frage habe ich mir als Kind auch gestellt, Alter. Ich habe nämlich sogar, als ich irgendwie noch sogar, da war ich schon 13 oder 14 oder so, habe ich trotzdem noch immer alle Ladekabel rausgesteckt aus der Steckdose.
Also nicht, also rausgezogen. Aus der Steckdose, nicht rausgesteckt. Weil ich halt die ganze Zeit dachte, ich verbrauche hier voll viel Strom in meinem Zimmer und so weiter und so fort. Aber es ist halt, ja, das ist so eine Kindheitssache, ne? Silvi- hey, nein, das verbraucht, glaube ich, wirklich Strom. Das ist wirklich so. Deswegen stecke ich alle, ja, ziehe alle Ladekabel auch immer raus, wenn ich die jetzt nicht benutze. Wie wollte ja schon immer einen Hund als Haustier, ja und? Naja, ich habe jetzt den Mops besorgt. Und trotz der kurzen Beine, der eingedrückten Nase, den komischen Augen und den Fettröllchen mag der Hund Silvi echt gern. Ha! Oh. Wie denn lacht? Der ist für dich, Bruder. Hey Niklas, ich habe dein komplettes Spielzeug dem Kinderheim gespendet. Was? Warum? Damit es dir dort nicht langweilig wird. Hops genommen. Mama, Papa, ihr behandelt mich echt wie einen Gott. Das freut uns aber zu hören. Warum? Zwinker-Smiley. Wer macht noch solche Smileys? Auf jeden Fall schreibt der Sohn dann, ihr glaubt nicht an mich. Wow. Wir stehen mit dir, Bruder. Wir stehen. Eine Schweige 10 Sekunden für dich. Eine Schweige 10 Sekunden. Nicht jetzt. Nicht jetzt, das passt gar nicht. Mein Drogentest war negativ, Dicker. Chillig. Ja, mega, hat meinen Chef auch gefreut. Aber ich muss jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit meinem Dealer sprechen. Oh. Das ist so... Ja. So dumm. Was ist der Unterschied zwischen Klatsch A und A Klatsch? Keine Ahnung. Was? Ein Sturz aus dem ersten und einer aus dem zehnten. Oh. Das hatte eine dunkle Wendung. Oh, das tut weh. Haha, witzigste Szene heute im Krankenhaus. Da hat sich ein Mann gewogen und seinen Bauch eingezogen und seine Frau meinte dann, das bringt nichts, Bernd. Und dann er so, aber nur so kann ich die Zahl lesen. Digga, das bringt mich immer um, wenn er lacht. Wieso? Oh Gott. Such dir Hilfe. Ich brauche auch Hilfe. Die Leute, die solche langen Ha-ha-ha-ha-Nachrichten schreiben, die lachen meistens gar nicht. Ja. Alter, mir hat gerade ein Vogel aufs Auto gekackt. Ha-ha-ha-ha. Genau das gleich wieder. Der lacht eigentlich gar nicht. Ist so. Ich bin aber auch so. Ich schreibe auch oft Ha-ha-ha-ha und sitze mit so einem Gesicht da. Auf jeden Fall schreibt der Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Opfer und dann antwortet der andere, dem der Vogel aufs Auto gekackt hat, wieder, ich gehe jetzt nach Hause und esse Rührei auf meinem Balkon, einfach nur, damit der Penner sieht, wer hier der Boss ist. Das könnte 1:1 so von Sandra kommen. Du Bastard. Warum hast du das Kinderbett eigentlich so hoch gebaut? So können wir besser hören, wenn das Kindchen aus dem Bettchen fällt. Oh Gott. Sehr gut. Sehr gut. Hier pädagogisch korrekt. Einen anderen Schüler während des Unterrichts. Ey, hast du die Hausaufgaben gerade selbst gemacht oder mit deinem Vater zusammen? Also anscheinend hat er die Hausaufgaben irgendwie vorgestellt oder so. Er antwortet dann auf jeden Fall, nee, nicht mit meinem Vater zusammen. Seit wann bist du so schlau? Hahaha. Mein Dad hat die komplett alleine gemacht. Hahaha. Oh. Willst du den kürzesten Witz aller Zeiten hören? Sag an. Brennholzverleih. Punkt, Punkt, Punkt. Wie kann man bei WhatsApp Leute blockieren? Das, würde ich mich an... Digga, wer klingelt denn jetzt bei mir? Ups. Voll vergessen, dass ich mir 3 Burritos bestellt habe. Ich habe so Hunger. Ich habe auch Bock auf Burritos. Tja. Ich habe halt Hunger. Von daher machen wir nur noch einen WhatsApp-Fail für heute, meine lieben Freunde. Und zwar ist es dieser hier. Laras Hund ist vor einer Woche gestorben. Oder da muss ich so an die ganze Sache rangehen. Laras Hund ist vor einer Woche gestorben. Ich habe ihr dann genau den gleichen Hund nochmal gekauft. Und sie fand's nicht gut. Warum? Naja, jetzt hat sie 2 tote Hunde. Hä? Den letzten habe ich gar nicht gecheckt. Wieso? Okay. Das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.